Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im an der Sägemühle am Echo Lake. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen Stress mit Fallenstellern hatten, werden wir jetzt zusehen, dass wir nach Haddock Cove kommen, in der Hoffnung, ein bisschen Munition unterwegs zu finden. Und von da aus wollen wir eigentlich ganz gerne noch den Steinbruch von Northwoods Ridge aufsuchen, um dort mit den Fallenstellern etwas, naja, aufzuräumen. Okay, dahin geht's jetzt. Haddock Cove. Ja, die letzte Folge hatte es ja ganz schön in sich. Mit den vielen, vielen Fallenstellern und... Aber wir haben auch einen legendären Fallensteller haben wir übersehen. Der liegt vielleicht irgendwo auf dem Weg noch rum. Naja, auf dem Weg nicht, sonst hätten wir ihn ja nicht übersehen. Eher im Gebüsch irgendwo. Ich hoffe, dass an der gleichen Stelle jetzt nicht wieder welche sind, aber so schnell dürften sie nun wirklich nicht respawnen. Werden wir gleich sehen. Ja, wenn man nicht so überladen ist, dann klappt das auch mit dem Laufen hier. Ach, das ist die Aster, die wir schon gepflückt hatten. Ja, okay, an dieser Stelle irgendwo... Hier waren Fallensteller, aber die werden wohl schon mittlerweile despawned sein. Eine Babyrassel. Das Baby ist sowieso verschwunden. Das wird kaum was da... Das gibt's doch nicht. Hier sind schon wieder welche. Und dann noch ein legendärer. Ach so, die hocken da oben irgendwo in so einem Baumhaus. Da ist so ein ganzes Nest von denen. Oh, aha, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, den, also das dürfte jetzt eigentlich, das müsste der letzte sein. Und den sollten wir jetzt auch noch erwischen. Da draußen ist was. Ja. Hoffentlich war er das schon. Dann können wir uns das nämlich auch mal genau angucken. Dann hat sich das ja richtig gelohnt, hier nochmal vorbeizugehen. Für Rich. Oh, da sind ja doch noch mehr. Nicht schlecht. Ach, ehrlich gesagt, können wir doch mal hier wieder vielleicht das etwas beschleunigen, indem wir so einen Psycho-Jet nehmen. Ja! Der letzte. Nein, wir hängen fest. Ah.
Splittermin. So ein Schmarrn. Wow. Sehr schön. Ja, aber du lebst noch, oder? Früh am Morgen jagt es sich doch am besten. Ausnahmsweise haben wir das jetzt mal geschafft, hier vorbeizukommen, und wir können uns mal schön hier umgucken. Oh Mann, was für ein Theater. Ja, so ein Ding haben die nämlich auch noch auf uns geschossen in der letzten Folge. Die Völker sind wohl wirklich verschieden. Yeah. Wetz verbessert. Kampfgewehr. Verbesserte Trefferchance im Wetz. 25% niedrigere Aktionspunkte kosten. Aktuelle Mods. Standardverschluss, kurzer Lauf, kurzer Kolben, Standardmagazin, Standardvisier, keine Mündungsbremse. Schaden richtete Sahn, ballistischen Schaden natürlich 66, Feuerrate 33, Reichweite 919. Präzision 70, Gewicht 11,1 und Wert 417. Sollen wir das mitnehmen? Joa, nehmen wir das mal mit. Das ist mal interessant. Der sieht ganz anders aus als die anderen Teile. Scheinwerfersteuerung nur. Licht ausschalten, ja gut. Da nerven die wenigstens nicht, diese Lichter. Ja, sonst machen die ja immer so nervige Geräusche, wenn sie uns entdeckt haben. Wo sind wir hängen geblieben? An dem Red Hirsch hier. So. Ja, das haben sie aber geschickt gebaut hier alles. Also ich bin der Meinung, okay, ich wollte gerade sagen, ich bin der Meinung, wir müssten da doch eigentlich was einsammeln können von ihm. So, und dann noch den Kopflosen, das war der jetzt, oder der Rest von ihm. Der Kopflose liegt hier. Mehr dürfte das aber auch nicht sein. Ja, und bei dem Wetter müssen wir direkt nochmal schlafen gehen. Schön. Hier unten ist auch ein Bett und ja, wenigstens ein bisschen Munition hier. Schlafen wir nochmal 2 Stunden, sollten dann aber reichen jetzt. Nein, haben sie nicht. Ja, aber so lange kann der Sturm jetzt nicht mehr wüten. Wird aber auch scharf geschossen. Da geht's ganz schön ab da hinten irgendwo. Okay, wir verwerten ein bisschen was. Ja, da kriegen wir jetzt richtig gut was raus hier. Also den Fatman, ich meine ja, den müssen wir nicht unbedingt mit uns rumtragen. Denn wir haben ja sowieso nur ein Geschoss dafür. Eine Mini-Atombombe haben wir nur, also. Ja, das ist ziemlich schwer, das Teil mit 30 Pfund. Verwerten wir das lieber. Alles, was uns jetzt noch fehlt zu unserem Glück, wäre noch eine Rüstungswerkbank. Na, ob wir den Gefallen hier bekommen? Nein, es sieht nicht so danach aus. Aber hier etwas einzulagern, das finde ich auch jetzt nicht so prickelnd.
Da oben waren wir, da war keine Rüstungswerkbank. Aber auch interessant gebaut hier irgendwie, so kann man es auch machen. Aha. Das sollten wir uns mal für unsere Siedlungen merken. Sowas wollen wir dann auch mal haben. Nicht schlecht. Okay, bevor irgendwas schief geht, gehen wir nochmal schlafen. Ja, der Sturm ist aber wirklich nicht von schlechten Eltern, dass der jetzt immer noch wütet. Was ist das hier? Das Runde hier? Was ist das? Das ist dieser Schrein von den, ja, von den Kindern des Atoms. Da wollen wir nicht unbedingt hin. Obwohl hier gibt es doch auch einiges zu looten, aber da ist alles verstrahlt. Das lassen wir lieber. Oh nein, da ist schon so einer. Bis dann, Kumpel. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Mit einem Ghoul? Die sind doch wahnsinnig. Oh nein! Ein Begräbnis! Tja, für uns war es dann, das ist aber schon fast hier. Warum? Warum haben wir das jetzt getan? Okay, ein Blick auf die Karte. Könnte helfen, damit wir uns besser orientieren können. Haddock Cove. Ja, wir müssen auf der Straße also bleiben und dann gleich rechts gehen. Ja, einfach der Straße und dem Straßenverlauf hier folgen. Also nicht da lang, sondern hier lang. Oh! Schleichangrifftreffer. Bonus, meine ich. Sehr schön. Da kommt jemand. Alles in Ordnung? Ja, geht so. Wir lassen ganz. Oh, da oben. Glaubt das? So viel Munition dagelassen. Dann müssen wir das jetzt einsammeln. Da kommen wir nicht drum rum, Nick. Hol das. Ja, wir machen das schon. Hängt hier noch einer im Baum irgendwo? Also ich hoffe mal, dass nicht. Vielleicht finden wir hier drin einen Schlafplatz erstmal. Aber irgendetwas hat sich doch verändert. Vorher war doch hier... Ein Gartenzwerg. Vorher war doch nie so viel. So viel war doch hier nicht los. Okay, für eine Stunde. Und dann kommen wir ja gleich wieder zurück. Oh nein. Finden wir die jemals wieder? Ja, ja, die planschen da noch im Wasser. Das ist nicht der, den wir suchen. Aber der hat auch schon mal einiges dabei. Da war ein legendärer, das habe ich doch gehört. So tief ist das Wasser hier. Ah, so weit weg war der legendäre nicht. Nein, das kann nicht sein. Nick, ich glaube, der Legendäre ist verschwunden. Ein Junger. Handschellen hat er verschluckt.
Ja, das muss einem doch erstmal gesagt werden hier auf der Insel, dass man da auch nach oben gucken muss manchmal. Es ist nur ein Stein. Schade, den legendären hätte ich gerne gefunden und dann mal geguckt, was der so dabei hat. Ist er das vielleicht? Nein, das ist ein junger Schlinger. Das waren jetzt, die hätten wir uns sparen können. Also wir sind hierher gelaufen. Und links oben in diesem Baum war doch einer. Wir haben den abgeschossen und der fiel runter. Dann müsste er... Ah! Moment. Ja, so mag ich das. Desplo-Problemlösers-Metallrüstung Harnisch haben wir hier gefunden. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15%, aktuelle Mods-Standard und ohne Extras, Schadensresistenz, ballistischer Schaden 14, Energieschaden 7, Gewicht 8 und Wert 200. Na gut. Hätte besser sein können, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Doch, doch, ich beschwere mich ja nicht. Gut, gut. Dann können wir doch hier noch ein bisschen was einsammeln. Das ganze Zeug, was wir dabei haben, jetzt so viel. Was ist hier los? Können wir das nicht nehmen? Oh. Wir könnten hier etwas zubereiten. Ja, und bevor wir das Fleisch unnütz mit uns rumtragen, können wir doch hier so ein Red-Hirsch-Fleisch mal grillen, schön. Mhm. Schade, dann kann man das gar nicht einsammeln. Das war sowas wie eine Pfeffermühle oder so. Plastikbesteck. Ah, da freuen wir uns doch immer drüber. Ja, der Kühlschrank war leer. Ich hoffe, der bleibt auch leer. Ich hoffe, dann können wir hier so ein paar Sachen reinlegen, die wir unterwegs doch nicht mehr brauchen. Sonst sind wir zu schwer für den ganzen Weg, der noch vor uns liegt. Ah, was wir brauchen, das ist mehr Munition auf jeden Fall.
Na, das wird ja ein Rückweg. Überladener Rückweg. Das wird eine Weile dauern, bis wir wieder da sind. An unserer nächsten Siedlung. Die da wäre die Sägemühle am Echo Lake, da wo wir gestartet sind gerade. Eine 556er nur noch. Das ist ja wirklich zum Heulen. Ja, dann können wir uns doch mal richtig ausschlafen, bevor wir weiter zum Haddock Cove gehen. Wo uns dann vielleicht noch ein Holoband oder ein Comic erwartet, da bin ich sehr gespannt, ob wir es finden und was es ist dann. Ich meine, es war ein Holoband, habe ich gelesen. Ja, den Wecker können wir auch nachher noch nehmen. Ja, wir sind doch eigentlich hier schon, das müsste doch schon Haddock Cove sein hier so. Zumindest ist da auch alles überschwemmt. Ja genau, wir brauchen uns jetzt nur ein wenig nach rechts zu drehen. Ah, da. Oh. Geht das? Nein, da können wir nichts mitmachen. Ja, ich weiß auch noch, wo das war, wo das gesagt wurde. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Aber wir gucken hier erstmal so nach, was wir hier noch looten können. Looten wir. Alles schön mitnehmen. Oh, ein Bett ist schon mal gut. Ja, aber da wir erst hier gewesen sind... Oh, nein. Du spielst hier mit dem kräftigen Kopf. Das war wohl der letzte. Ja, wenigstens wird das Wetter jetzt etwas besser. Ja, die haben sich's aber ganz schön gemütlich gemacht hier. Schade, dass keine Siedler mehr da sind. So sehen die Hirsche aus der Nähe aus. Ziemlich gefährlich. So welche gibt es nicht bei uns. Also bei uns, damit meine ich im Commonwealth. Nein, sitzen wollten wir nicht. Das Gewehr hätten wir ganz gerne mitgenommen. Das ist jetzt runtergefallen. Oder? Ja, jetzt ist es runtergefallen. Aber das bekommen wir noch. Okay. Ja, und das, was wir suchen, müsste da ungefähr sein, wo dieser blutrünstige Meierlurk gerade war. Wir sind wohl nicht allein. Na, wohl nicht irgendwie. Ich fürchte, die kommen hier auch hoch, also ich würde nicht so übermütig sein damit. Also springen können sie nicht, aber... Was auch immer es war. Jetzt ist es weg. Sie können Treppen gehen, haben wir festgestellt, als wir schon mal hier waren. Aber hier sind zum Glück überall... Hoffen wir, dass die nicht wiederkommen. Zum Glück sind hier aber überall Betten. Also eine Etage tiefer ist auch nochmal ein Bett, wenn ich hier mal vorbei dürfte. Nein, nein. Ah, doch. Dankeschön. Sehr nett. Vielen Dank. Ach, es ist früher Morgen. Wie schön. Also ungefähr da müsste das sein. Aber wenn wir näher dran sind, dann werden wir das schon
singen. Ich höre sie überall krabbeln und krauchen. Ja, und wir wollten hier eigentlich drauf, so ganz geschickt, aber... Ja, so wird das nichts. Sind wir das etwa? Lebensmüde, der hat sich erschießen lassen, freiwillig. Ja, vielleicht ist die Leertaste mittlerweile kaputt. Also so richtig klappt das jetzt manchmal nicht mit... Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Mit dem Springen, das klappt jetzt leider manchmal nicht mehr so gut. Das Sofa stand da im Weg, deswegen konnten wir nicht mehr zurück. Ja, so ein Sofa kann auch was. Und ja, die Leertaste scheint kaputt zu sein an der Tastatur. Ich habe jetzt auch versucht zu springen. Na, Versuch zählt nicht. Entweder machen oder nicht. So, jetzt werden wir aber darüber und dann... Ja, jetzt geht's eigentlich... Nicht immer so hoch, wie ich merke, aber kann man auch nur halb hoch? Sind es dynamische Tasten an der Tastatur? Das wusste ich gar nicht. Ich denke mit Grauen daran, was die Gegend hier draußen mit meinen Schaltkreisen macht. Das ist der Flächenschaden davon, nicht schlecht. Jetzt hast du ein Problem. Ja, aber damit richten wir jetzt nichts an. Ja, wir hätten ohne Nick hier hingehen sollen, also da wäre es schon anstrengend genug gewesen, aber... Ja, klar! Musste das jetzt sein? Ich bin ja der Meinung, das musste jetzt nicht unbedingt sein. Entschuldigung. Nimm das! Schlechte Idee. Da, Nick, er hat keinen Panzer mehr. Ist immer noch gefährlich, auch ohne Panzer. Gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Ja, wunderbar. Ja, dann können wir doch jetzt erstmal in Ruhe hier sammeln ein wenig. Zeugs aufsammeln. Und dann gehen wir ganz in Ruhe zu dem Ort, an dem eventuell noch ein Holoband liegt, in das wir dann natürlich auch gleich reinhören wollen.
Ach so, wir sind schon wieder überladen. Wie du das immer siehst und weißt, Nick. Ich bin wirklich überrascht. Dein Ohr in Gottes. Nein, dein Wort in Gottes Ohr. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Aha! Hier war das? Ach so, wir können uns ja richtig ausschlafen, dann müssten wir doch wieder in Ordnung sein. So halbwegs. Ja, aber dann ist es schon wieder so dunkel. Man kann nicht alles haben, oder? Ja, einen Kompromiss muss man schon eingehen. Okay, es geht uns gut. Holoband, Wiedergabe. Ja, ich fand's. Nee, war nicht lustig. Das war sehr dramatisch. Hier ist noch ein Holoband. Hallo? Luke? Ist das Ding an? Ja, Boss. Aufnahme läuft. Okay, gut. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky, Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Haddock Cove bekannt war. Diese Bänder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten und uns hier was aufzubauen. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand wird uns mehr überraschen können. Bray Husky. Ende der Aufnahme. Ja, und gemeint war das... Scheiße, Luke, wie stellt man das Teil ab? Da sind eine Million Knöpfe dran. Ach, egal. Ich zieh einfach den Stecker. Okay. Und das hier, Mitteilung an die Familie, das war das besagte Holoband. Dann hören wir hier auch gleich rein. Okay, neue Ansage. Also, aufgepasst. Mensch, Luke, was machst du hier? Ich nehme hier mein nächstes Band auf. Boss, Brown ist in seiner Koi und heult rum. Irgendwas hätte zwischen den Bodenbrettern zu ihm hochgesehen. Soll das ein Witz sein? Verdammt, er ist ein erwachsener Mann. Er ist zu alt, um sich von irgendeinem Schreckgespenst ins Hemd zu machen. Vielleicht. Aber er weigert sich trotzdem, seine Aufgaben zu erledigen. Und dann versteckt sich Brown auch dauernd im Wasser und springt raus. Er schreckt ihn immer fast zu Tode. Wie fies. Okay, bring die beiden Spaßvögel zu mir. Ich rede mit ihnen. Ohne mich würde ja alles den Bach runtergehen. Ich sag's dir.
Horn, verdammt nochmal, das Teil nimmt immer noch auf. Scheiße, Luke, wie schaltet man das ab? Mit dem großen roten Knopf, auf dem Aufnahme stoppen steht. Das wusste ich. Ja, okay, das war witzig. Okay, ihr Deppen, aufgepasst. Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen, also frag nicht wieder, Brawn. Luke, du bist fürs Fischen zuständig. Und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein Job, okay? Rowan, du bist für die Reparaturen zuständig. Irgendwie lösen sich die Bodenplanken immer wieder. Keine Ahnung warum, aber kümmere dich drum. Brawn, du entfernst wieder die Büsche. Wir brauchen freie Sichtlinien. Und ja, du musst auch nachts arbeiten, du Schisser. Ist mir egal, was du da hörst. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts, genau wie letzten Monat. Auch du, Brawn. Also heul nicht rum. So ist das. Fällt's nicht. Pech. So erledigen wir die Dinge hier. Moment. Ist das Ding noch an? Verdammt. Ist das der Knopf? Natürlich nicht. Ich schmeiß das Teil noch ins Meer. Ja, wir sind hier an die Grenzen gestoßen scheinbar. Wir kommen hier nicht mehr vorbei. Also hier rüberspringen. Okay, Nick hat es uns gezeigt. Ist die einzige Möglichkeit. Nein, hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, also, liebe Welt da draußen, wenn ihr mal hier seid. Haddock Cove. Aus irgendeinem Grund bin ich hier jetzt gefangen. Also wenn ihr hier seid, seid vorsichtig, sonst ergeht es euch wie mir. Ja, okay, wir kommen hier nicht mehr raus, so sieht's aus. Das Meine ist... Güte. Riechst du das? Ist das das Wasser oder sind wir auf einen alten Tag aufgeschossen? Beides. Ja, auf jeden Fall mit diesem Bild... unserer Gefangenen Lucretia darf ich mich bedanken fürs Zusehen. In der nächsten Folge sehen wir, wie wir hier rauskommen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.